Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen zum weiteren Video und herzlich willkommen zum Finale hier aus Dubai. Morgen ist die Abreise, heute ist der letzte Tag und ich habe mir noch was sehr Besonderes vorbereitet, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, nämlich Nusret vs. Burak. Das Battle unserer zwei türkischen Kollegen. Nusret, ihr wisst, eine absolute Legende hier in Dubai, beziehungsweise auf der ganzen Welt. Und ihr wisst eventuell auch, dass der Kollege Burak vor genau zwei Wochen, um genau zu sein, hier in Downtown Dubai sein Restaurant eröffnet hat. Die ganze Welt war gefühlt schon dort. Farid Bang, Khabib, Ronaldo und ja, heute werden wir auch dort sein. Bedeutet, wir werden in diesem Video zu Nusret fahren und zu Burak, dort Service, Location und vor allem das Essen abchecken. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, was euch besser gefällt. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, viel Spaß! Da sind wir. Hello, sir. Hey, my friend. Good afternoon, sir. How are you? Good, sir. To Nusret, please. Going what? Nusret. Nus? The steakhouse, Nusret. Sir. Yes, sir. Nusret. Yes, sir. You don't know Nusret? I don't know. This is the restaurant name. The guy who's cutting the steaks and salt. Ah, yeah, yeah. Schaut, hier ist unsere Reservierung, Leute. In your choice of attire, we kindly encourage you to dress for the casual, elegant atmosphere of our restaurant. Nice, Nusret. Ich muss eins sagen, ich freue mich schon krass. Also ich freue mich, ich bin so ein bisschen aufgeregt. Wir waren ja in Istanbul schon bei Nusret, beziehungsweise haben uns einen Burger geholt. Aber so dieses richtige Nusret ins Restaurant zu gehen und vielleicht erwischen wir Nusret ja sogar. Er ist auch aktuell in Dubai, also es kann sehr, sehr gut sein, dass wir ihn sehen werden. Jumeirah 3. Yes. Nusret befindet sich, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, in Jumeirah 3. Es gibt drei Jumeirah Areas, die am Strand sind, also es ist wie ein Viertel quasi, und in Jumeirah 3. In Jumeirah 3, Leute, befindet sich Nusret im Four Seasons Hotel. Hello, sir. Good afternoon. How are you? How are you? May I assist you? I'm here for Nusret. Nusret is that side, sir. Go straight in that building. Thank you very much. Okay. Have a pleasant day. Same to you. Thank you. Okay, Nusret, wo bist? Ah, Nusret, Habibi. Strammer Laden, Alter. Was geht? Einfach direkt hier. Ist da gar nichts los. Was habe ich reserviert? Hello, sir. How are you? Hello. How are you? Hey, how are you? Great, and you? I'm great too. The booking? I'm excited about Nusret. You have a bus? I have a. I think. He left. He's not here now. He's not here? No. Too bad. You booked two or later? I booked for two for me and my camera. Does Nusret maybe come back? He's come back after like half hour, 1 hour. Maybe I can have a table in 1 hour? If you want, I move the reserve and after 1 hour. That would be nice. Ja Leute, wenn, dann machen wir es richtig, oder? Warten wir noch auf Nusret, warten wir noch auf einen schönen Platz draußen und... Sir. One question. I have a reservation at Nusret at 1:30. Is it possible to have a cappuccino or something here? It's possible, but without cameras. Yeah. Okay, Leute. Und wir gehen wieder zu Nusret. Welcome hey. Back. We're back. Yes. Yes. Sir, Nusret is there. Also Leute, da sind wir. Nusret. Ja.
Ja, ich muss sagen, die Location ist halt schon ein Traum. Es ist ruhig, es ist gechillt, es geht, soweit ich es bis jetzt beurteilen kann, sehr professionell zu. Dann probieren wir mal das stille Wasser von Nusret. Still. Und mal schauen, was die Karte so kann. Ist there something like beef tartar on this menu or not? Boah, Lachs tartar, ich glaube, ich nehme das. Und what the fuck? Meat sushi. Was haben wir denn so am Grill? Nusret Gold Steak. Sheesh. Filet mignon. Gold filet mignon. Ay. Rosé, one glass, right? One glass rosé. Okay. And I go for the salmon tartare as starter. Salmon tartare. The Istanbul? The Istanbul. That one for 300. Exactly. Which temperature you like? Medium rare, please. Okay, great. It's good option. Yeah. Okay, then I will do salmon tartare first and medium rare Istanbul. Thank you very much. Thank you so much. Okay, Leute, Lachs tartare ist da. Sieht auf jeden Fall ultra saftig aus. Und er hat das Tartare nicht vermengt, Avocado und Lachs, sondern er hat als untere Schicht Avocado und als obere Schicht Lachs. Drumherum knuspriges Brot und mit Olivenöl übergossen wird. Ja, ich würde sagen, gehen wir da mal rein, oder? Erstmal pur. Das ist schon sehr gut. Das ist ein bisschen gröber, also man merkt noch so direkt so die fetten Lachsstückchen und man hat noch so ein bisschen Fischbiss, was ich ziemlich nice finde. Und die Avocado ultra cremig. Und da ist von allem genug drin. Das Verhältnis aus Avocado und Lachs perfekt. Nicht zu viel Salz, nicht zu wenig. Schmeckt frisch. Schmeckt schön fettig, kräftig. Mal schauen, was die Cracker so können. Wir gehen hier drauf. Oh. Mal rein, Leute. Und da haben wir Nusret Abi persönlich. Leute, ich glaube, wir haben Glück. Ich glaube, wir haben Glück, Leute. Nusret Abi persönlich. Welcome. How are you? How are you? I'm good, sir. Where did you come? From Austria. Austria. I'm German and I'm from Austria. Welcome. Yes. Çok güzel abi. Harika. Teşekkür. Please enjoy. Thank you, sir. Thank you, sir. So. Einfach Nusret persönlich. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ist auf den Punkt getroffen. Medium rare. Besser könnte es eigentlich nicht sein. Schön fettig, kräftig. Ich habe nichts auszusetzen. Das Fleisch mit Salz ist auch eigentlich alles, was du brauchst, oder? Es schmeckt auch bei jedem bisschen saftig. Du kaust und du hast nicht das Gefühl, dass der Saft aus dem Fleisch rausläuft und der Saft und das Fleisch getrennt ist, sondern dass das Fleisch bei jedem Biss so eins mit dem Saft ist. Also du hast bei jedem Biss so eine Saftigkeit drin und das für mich wie ein Steak schmecken soll. Çok güzel Nusret. Das ist kein gewöhnliches Salz. Das sind einfach Diamanten. So Leute, als Dessert haben wir uns jetzt das berühmte Eiscreme Baklava bestellt und den noch viel berühmteren Nusret Cappuccino. Oh. That's fast, bro. Thank you, man. Thank you. Tschüss, was war da los, Alter? Das berühmte Eiscreme-Pistazien-Baklava von Nusret. Was einfach für eine geniale Idee.
So Baklava an sich ist ja schon einfach nur Macht. Vor allem Pistazien-Baklava. Und das jetzt noch aufzuschneiden und Eiscreme reinzufüllen, Leute. Und dann geht's los, oder? Uch. Oh, das sieht einfach so saftig und lecker aus. Mm. Junge. Mm. Das ist so ein bisschen zäheres Milcheis, Milch-Vanille-Eis, glaube ich. Und es klebt einfach. Und es harmoniert so gut mit diesem süßen, ebenfalls klebrigen Baklava. Und ich finde ja, Baklava geht schon geschmacklich sehr in eine Richtung. Das ist schon einfach sehr süß so. Und dieses Eis ist einfach eine Bombenidee, so eine geile Kombination. Das bringt noch so ein bisschen mehr Komplexität in das Ganze. Mm. Hey, my friend, did you try the baklava? It's very good. Cappuccino, okay? Thank you. Thank you. Thank you. Nusret's Cappuccino. Ja, schaumig, Leute. It's about like traveling and then or some rest. Mainly food. Oh, okay. But I combine it with traveling. So you go to cities and go to restaurants and, nice. And review the food. Ja, Leute, die Rechnung ist da. Der Moment, auf den alle gewartet haben. Stolze 895 Dirham. Ja, ist auf jeden Fall sehr sportlich. Insgesamt auf jeden Fall sehr starkes Erlebnis, sehr starker Service, sehr starkes Essen. Es gab eigentlich an gar nichts auszusetzen, Leute. Ja, sehr stabil, Nusret. Ich komme wieder. Do you know Burak? Huh? The restaurant Burak? Burak Restaurant. Yes, in downtown. Sesenberg, downtown. This is the new hotel. This is a restaurant. Turkish restaurant. Turkish restaurant. The new one. Yes, the new one. Have you been there? This is new restaurant. Yes, yes. What do you think it's better, Nusret or Burak? Burak, Burak. Burak better? Burak better. Okay. Burak too much. Burak too much? Too much good, very big good. Too much people coming here, Burak restaurant. Yes, yes. Also auf geht's zu Burak. Sehr gerne. You this video upload Citizen Burak restaurant. Too much like for this page. Yes. This video. Too much like. Too much yes, like. Yes. You look, these people are people coming here. Wow. It's too much. Es ist einfach. What the f. Es ist einfach Nachmittag, da ist eine Schlange, Alter. Für Nusret habe ich reserviert. Für Burak dachte ich, wenn ich da um 15, 16 Uhr ankomme, da geht doch jetzt niemand zu Burak essen. Habibi. Have a nice day. Thank you. Thanks. Thank you. Ja, Leute, was geht bei Burak, Alter? Der ist ja... Und wie ihr sehen könnt, wir sind auch direkt in Downtown. Das ist mitten im Zentrum. Da hinten, Burj Khalifa. Ja, Leute. Das nenne ich mal eine Schlange, wie vor Club. Hier 15:46 Uhr, Leute. Mal schauen, wie lange wir in dieser Schlange stehen. CZN Burak. Oder Chizin Che. Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Let's go. Willkommen. Willkommen zu Burak. Alter, Riesenladen. Schon mal eine ganz andere Atmosphäre wie bei Nusret. Hey. Hallo. Auf jeden Fall ein türkischer, würde ich sagen. Perfekt. Ja, Leute, wir sind bei Burak. Es ist auf jeden Fall direkt ein bisschen mehr Action, Leute. Ein bisschen mehr Stimmung, ein bisschen mehr... Ja, ihr wisst schon. Ja.
Monate los geht's, Kebab und Grill. Kebab, Kebab with Pistachio, Kebab with Chili, Shish Kebab. Ja, Leute, da ist auf jeden Fall ausreichend Auswahl. An vor allen Dingen türkischen Grillspezialitäten. Die große Frage ist natürlich wieder, ob Murat eventuell da ist und wir ihn finden und treffen können. I take the Pistachio Kebab. Merkimek. Merkimek. Soup. Soup. Okay. Do you Esme and Haydari? Esme, okay. Haydari. Haydari. Ayran, please. Ayran. Yes. Ja, Leute, was hier auf jeden Fall direkt auffällt, es gibt keinen Alkohol im Vergleich zu Nusret in der Karte. Hello. How are you? How are you? Welcome to Dubai. Thank you, sir. Where are you from? I'm from Sri Lanka, sir. From Sri Lanka? Yes. Your name is Ishanka. Ishanka. Nice to meet you. Nice to meet you too, sir. Thank you. Enjoy. Sir. Yes, Ayran is coming. Haydari ist hier und Esme auch eingetroffen. Da drüben ist weiches Brot, Leute. Ich würde sagen, es geht los. Widmen wir uns unserer Merkmek. Oh, die ist sehr gut, Leute. Boah. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Die ist schon sehr smooth, sehr leicht auch, aber irgendwo hat sie trotzdem so eine gewisse Festigkeit. Und ja, das, wie soll ich sagen, das Mundfeeling ist irgendwie nice. So ganz feine Linsenkonsistenz, perfekter Salzgehalt, durch die Zitrone auch perfekter Säuregehalt. Und das Einzige, was du da noch machen willst, Leute, ist dein Brot reinzutun. Ja, Leute, das Essen kommt auf jeden Fall in High Speed. Ich habe einen Mix-Kebab-Teller genommen. Da ist ein Pistazien-Kebab, da ist ein Chili-Kebab, da sind Lammfleisch, Leute. Pide mit Käse, wenn ich jetzt richtig liege, und Lammmacun. So. Und ein bisschen was vom Pistazienkebab. Noch Zwiebeln, Leute. Ein schöner Döner, oder? Dieser Pistazienkebab. Der ist so voller Geschmack, so gut gewürzt und das Brot so weich mit den Zwiebeln. Jetzt bin ich gespannt, ob der Bulgur auch was kann. Ja, nicht nur die Hauptgerichte, die Hauptspeisen sind wichtig, sondern auch die Beilagen, Leute. Weich, tomatig, perfekte Konsistenz, perfekte Würzung. So cremig, alter, käsiges Pide. Selbstverständlich falten, Leute. Der Chili-Kebab ist sicher auch ganz krass mit diesem Haydari zusammen. Scharf und kühlend. Ich bin sprachlos, Leute. I take one Turkish coffee. Medium? Sugar, no sugar? Sugar, please. Okay. And the künefe für one person. Künefe, okay. Thank you. Ja, Leute. Wieder sehr gut gegessen. Die Sonne geht unter, hinter der Skyline von Dubai. Und ja, ich bin schon ein bisschen traurig gerade. Das ist der letzte Abend. Und das Dessert ist auch bestellt und kommt gleich. Ich würde gerne noch ein oder vier Wochen länger bleiben, Leute. Ich hatte auch nur so einiges auf der Liste, wo ich gern hingegangen wäre, was ich gern besucht hätte. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Grund, um nochmal zu kommen. Dubai, wir waren nicht das letzte Mal hier. An der Stelle könnt ihr nochmal... Thank you, sir. Künefe ist da. Butter und Käse, Leute. Ja, an der Stelle könnt ihr mir auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare schreiben,
welche Stadt wir als nächstes besuchen sollen, was euch interessiert, was wir machen sollen, was wir kochen sollen. Und es wird noch so einiges kommen. Schaut mal, es schwimmt einfach im Saft. Cheesy, Leute. Käsige Nummer. Ich dippe das noch einmal von beiden Seiten. Und rein. Käsig, süß, fettig. Und dieser Teig, diese dünnen, heißt Engelshaar. So das gleiche, in dem Style gibt es auch Baklava. Ich glaube, es heißt Engelshaar, Leute. Auch hier, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und ich glaube, man muss nicht mehr dazu sagen, oder? Magisch, Leute. Thank you, sir. Turkish Coffee ist hier, Leute. Schön schaumig, leicht sandig und süß aufgekocht. Heiß. Frage aller Fragen. Stolze 328 Dirham. Ich glaube, ich muss nichts dazu sagen. Ich glaube, ihr habt beide gesehen. Wir hatten sowohl bei Nusret als auch bei Burak Vorspeise, Hauptgang, was zu trinken, Nachspeise, Kaffee, alles drum und dran. Die Preise könnt ihr selbst vergleichen. Ich selbst muss sagen, das auf jeden Fall, dass der Dude so einen krassen Namen hat und dass er eigentlich so oder so jeder herkommen würde, sehr faire Preise. Im Vergleich muss man natürlich auch einberechnen, dass Nusret die an sich teureren Speisen verkauft. Enjoy! Thank you very much. Thank you. Have a good day. Yeah. Bye. U-K-A-S. L-U-K-A-S. Okay, Lucas at YouTube. Yes. Okay, I'll check on that later. Thank you very much. Welcome, bye-bye. Bye-bye. Dann schön vorspeisen. Zubereitet. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, das war Nusret vs. Burak in Dubai und das war es auch insgesamt in Dubai. Ich weiß, ihr wollt ein Resümee. Ehrlich gesagt, ich hatte heute das coolere und schönere Erlebnis auf jeden Fall bei Nusret, muss ich so sagen, Habibi. Hängt eventuell auch daran, Leute, dass wir dort als Erste hingegangen sind. Das heißt, ich habe noch mehr Hunger, noch mehr Konzentration, noch mehr Energie. Und ja, nichtsdestotrotz, beide ganz krass und stark abgeliefert. Und ich werde zu beiden auch wieder gern hingehen. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe den Gesamtvibe für euch gut rüberbringen können, so damit ihr auch selbst entscheiden könnt, was euch besser gefallen hat. Was ihr mir an der Stelle auch gerne in den Kommentaren gern mitteilen könnt. Burak oder Nusret, Leute. Und ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert auch gerne den Kanal, Leute. Wie gesagt, es wird noch einiges kommen. Das ist erst der Anfang, Freunde. Macht's gut. Peace.